Zum Tagesgespräch bei Phoenix begrüße ich sehr herzlich Armin Laschet, Israel-Kenner und Vorstand der Abraham Accords Institute for Peace and Regional Integration. Grüße Sie in Straßburg. Guten Morgen. Yom Kippur vor 50 Jahren, das ist ein Vergleich mit dem, was wir seit dem Wochenende erleben. Der andere Vergleich ist 9/11. Wie ordnen Sie das ein, was wir da gerade erleben, mit Erschrecken? Also wenn man diese Beispieltage nimmt, dann ist es sicher eine Mischung aus beidem. Yom Kippur war vor 50 Jahren der Krieg gegen Israel an einem hohen jüdischen Feiertag. Das Land war nicht vorbereitet. Und damals haben den Krieg begonnen die Nachbarn Ägypten und Syrien. Diesmal ist der Fall anders. Die Nachbarländer greifen nicht in den Krieg ein, haben inzwischen wie Ägypten sogar diplomatische Beziehungen. Aber Terroristen greifen an einem hohen jüdischen Feiertag, an einem Schabbat, an einem Samstag, das Land an. Und es ist eine neue Qualität, denn Sie haben eben die Worte von Präsident Herzog zitiert. Es ist nicht ein normaler Krieg, der da stattfindet. Es ist eine terroristische Attacke. Die Terroristen sind in die Dörfer gegangen. In jedes Haus haben die Menschen entweder erschossen oder als Geiseln mitgenommen, haben vergewaltigt, haben dieses berühmte Jugendfestival mit vielen hundert Toten verlassen. Das ist eine neue Qualität, die wir da erleben. Es ist nicht nur Krieg zu nennen, sondern es ist auch Nicht-Frieden wollen vielleicht zu nennen. Nicht-Frieden wollen in der Region, trotz der Annäherungen an die Emirate, Marokko, Saudi-Arabien, um die guten Dinge mal auch zu erwähnen, die da zwischen Israel und den Nachbarn stattfinden. Da gibt es andere, die kein Interesse daran haben, oder? Ja, das ist der Hauptgrund in meiner Einschätzung. Es gibt vier arabische Länder, die mit den Abraham Accords 2020 Israel anerkannt haben, diplomatische Beziehungen begonnen haben, wirtschaftliche Kooperation, kulturelle Kooperation, Wissenschaftsaustausch. Und das sind die Vereinten Arabischen Emirate, also Abu Dhabi und Dubai. Das ist Marokko, das ist Bahrain und das ist der Sudan. Und das stört den Iran. Und der Iran finanziert die Hamas. Und Saudi-Arabien hat sich ebenfalls angenähert in den letzten Wochen. Und meine Einschätzung ist, das wollte der Iran stören. Der Iran will keinen Frieden, keine Kooperation in der Region und hat deshalb die Hamas, die er selbst finanziert, ermutigt, diesen Terrorakt gerade jetzt zu gehen, ohne jeden Anlass, nur um diesen Friedensprozess zu stören. Also Sie zeigen schon sehr deutlich in Richtung Iran. Und gibt es dann Informationen aus den USA, wonach man sich bei der Regierung irgendwie einig ist darüber, dass man keine Hinweise davon hat, dass der Iran da direkt dran beteiligt ist? Was sagen Sie dazu? Naja, der Iran finanziert die Hamas. Der Iran finanziert die Hisbollah. Und einen solchen Schritt geht die Hamas nicht, ohne dass der Iran Ja sagt. Ja. Und Sie sagen zum Beispiel auch in der Presse in den vergangenen Stunden und Tagen, man muss die Hamas jetzt endgültig ausschalten. Das ist quasi eine Kriegserklärung gegen die Hamas, oder? Ja, sie ist eine Terrororganisation in den USA, in den Vereinigten Staaten ist sie als Terrororganisation auch gelistet. Und man muss jetzt den militärischen Teil zerschlagen. Andernfalls wird es immer wieder Terrorakte dieser Art geben. Was können Sie mit Ihrer Abraham Accords Institute, mit Ihrem Institut erreichen? Was wollen Sie erreichen, gerade jetzt auch in dieser aktuellen Situation? Das Abraham Accords Institute will in Deutschland für diese Idee werben, zu zeigen, es ändert sich etwas in der Region. Es gibt Zeichen für Frieden, beispielsweise auch für religiöse Toleranz. In Abu Dhabi ist ein Abrahamitic Family House eröffnet worden, wo eine Synagoge, eine Moschee und eine Kirche entstanden sind. Jüdisches Leben wieder in einem arabischen Land. Das waren alles die Hoffnungszeichen. Und das Institut will für diese Idee werben und auch nach den Terroranschlägen weiter werben. Ja, vor allen Dingen auch für internationale Solidarität. Wie steht es darum, die weltweite Solidarität mit Israel, zum Beispiel auch im UN-Sicherheitsrat?
Ja, der UN-Sicherheitsrat ist schwierig besetzt, das wissen wir. Aber wir haben aus vielen, vielen Ländern, wo es sonst auch schon mal Kritik an Israel gab, eine große Solidarität erlebt, wie ich sie noch nie gesehen habe. Gestern der französische Präsident und der deutsche Bundeskanzler zusammen mit dem britischen Premierminister, der italienischen Premierministerin, dem amerikanischen Präsidenten zusammengeschaltet in Hamburg zu einer Konferenz. Also, die Welt steht hinter Israel in diesem Fall und das ist auch richtig. Und dann ist da natürlich noch die Frage des Umgehens mit den Palästinensern, mit den palästinensischen Organisationen. Hilfsgelder an die Organisationen und das Umgehen auch mit einer palästinensischen Regierung, also mit Abbas. Kann man noch kooperieren? Wie kann man nicht mehr besser kooperieren? Präsident Abbas hat überhaupt keine Kontrolle mehr in seinem Land. Er ist nicht demokratisch gewählt und insofern kann er auch kein Gesprächspartner mehr sein. Aber im Inneren müssen wir die Organisationen in Deutschland verbieten, die an diesem Tag sogar noch gejubelt haben, in Neukölln Freudenfeste organisiert haben, zum Teil verbunden mit kriminellen Clans. Wir haben in Nordrhein-Westfalen mit Herbert Reul als Innenminister immer deutlich gemacht, man braucht 1000 Nadelstiche. Man muss sich ständig kontrollieren, man muss ihr Geschäftsmodell zerstören. Und dieses Geschäftsmodell ist inzwischen auch der Jubel über Terrorismus. Und das können wir in Deutschland nicht dulden. Ja, noch etwas, was wir in Deutschland nicht dulden. Und ich zitiere Angela Merkel. In der Knesset im Übrigen, Israels Sicherheit gehört zur deutschen Staatsräson. Was heißt das für Deutschland jetzt aktuell? Was heißt es auch für die EU? Ja, Staatsräson heißt, das gehört zum Wesensbestandteil unseres Staates. Wir werden Israel immer schützen. Wir werden nie zulassen, dass Juden deportiert werden, umgebracht werden und stehen an der Seite Israels. Alles, was benötigt wird, stellen wir bereit. Auch Waffen. Und unterstützen Israel auch politisch in der Welt. Auch mit Waffen? Auch mit Waffen. Israel unterstützt uns im Moment, weil die Bundeswehr ein Luftabwehrsystem von Israel gekauft hat vor einigen Wochen. Wenn Waffen jetzt erforderlich sind, ich glaube, sie sind derzeit nicht erforderlich, aber wenn, dann werden wir natürlich Israel dabei unterstützen, sich selbst zu verteidigen. Vielen Dank, Armin Laschet. Und wir wollen jetzt gar nicht über Fischbrötchen reden, sondern noch mal auch zum Thema Israel. Reicht Ihnen das Signal, Herr Laschet, aus, das die beiden Regierungschefs da gesendet haben in die Welt? Ja, das war ein klares Signal, aber das ist es, was ich mir viel häufiger wünschen würde. Das deutsch-französische Verhältnis ist nicht zum Besten bestellt. Jetzt findet endlich mal ein solcher Gipfel statt, aber als Bundeskanzler würde ich mich viel mehr mit Frankreichs Präsident Macron abstimmen. Die Reise zu Putin beispielsweise vor dem Krieg hätte man gemeinsam machen können. Der deutsche Bundeskanzler und der französische Präsident. Die Reise nach Peking hätte man gemeinsam machen können. Das alles findet derzeit nicht statt. Und deshalb ist es gut, dass man in diesem Konflikt jetzt mit einer Stimme spricht, dass man zusammen ist in Hamburg, dass auch am heutigen Tag weiter in Hamburg verhandelt wird. Aber es muss danach wieder zur Normalität werden, dass Deutschland und Frankreich die Kernpositionen in der Europäischen Union besetzen, weil die EU mit einer Stimme kaum mehr sprechen kann. Wir haben Polen, wir haben Ungarn, wir haben viele Mitgliedsländer, die man schwierig zu einer gemeinsamen Position bringt. Und umso mehr ist Deutschland und Frankreich gefragt. Sie sind ja im Herzen ein Europapolitiker. Deshalb, was braucht Europa? Stärkeres Deutschland, Frankreich, ein stärkeres Miteinander. Aber wer hat es bisher behindert? Naja, ich will da jetzt gerne allzu viel Parteipolitik machen. Aber der französische Präsident hat immer angetrieben. Und mit Angela Merkel hat das auch funktioniert. Nun sagen manche, ja, der Olaf Scholz ist halt Hamburger, der ist was kühler. Ja, aber Helmut Schmidt war auch Hamburger. Und Helmut Schmidt hat mit Giscard d'Estaing die Europapolitik gewaltig vorangebracht. Also etwas mehr deutsches Engagement, etwas mehr Sensibilität für das deutsch-französische Verhältnis würde ich mir wünschen. Wir erleben gerade das Gegenteil. Die Bundesregierung hat beschlossen, Goethe-Institute in Bordeaux, hier in Straßburg und in Lille zu schließen. Das ist genau das falsche Signal. Und 45 Institutionen
deutsch-französischer Zusammenarbeit setzen sich ja dafür ein, dass das rückgängig gemacht wird. So setzt man die falschen Signale und ich hoffe, dass das heute in Hamburg auch angesprochen wird. Das ist der Appell von Armin Laschet und dafür sage ich ganz herzlich Dankeschön. Danke nach Straßburg. Bitteschön, bitte. Schön. Bitte.